Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir Affenhoden in unseren Eisbechern haben? Also mir ist es aufgefallen. Na großartig, dann lassen Sie euch mal schmecken. Das sind die besten Affenhoden in der ganzen Stadt. Also das lassen wir uns zweimal sagen. Das sind die lecker. Wir sind viel zu jung, um Hoden in den Mund zu nehmen. Ich mag eigentlich auch keine Affenhoden. Wollen Sie hier etwa gerade meine Hoden kritisieren, junges Fräulein? Nein, Sie haben sicher ganz tolle Hoden, Herr Professor, aber ich mag einfach keine Affenhoden, wissen Sie? Was? Bitte? Herr Ober, im nächsten Gang dann bitte was von McDonald's. McDonald's? Also dann doch lieber die Hoden. Ich hab was im Schuh. Und ich hab mir gerade einen Popel aus der Nase gezogen. Wo bin ich hier bloß wieder gelandet? Ein paar Stunden und einige sinnlose Odendiskussionen später. Ah, endlich bin ich diese Wichser wieder los. Hm? Potter, was machen Sie denn noch hier? Ich dachte, die Ausgangstür wäre da hinten. Ihre dummen Sprüche ziehen bei mir nicht mehr, Potter. Obwohl mir Professor Dumbledore versprochen hat, ich dürfte sie vergewaltigen, war das noch nicht einmal der Fall. Oh, das tut mir jetzt überhaupt nicht leid. Also verpiss dich. Hey, Ron, du siehst ziemlich hässlich aus mit dieser Haube. Oh Mann, da kauft man sich einmal einen Hut bei Kick und alle lachen einen aus. Dabei wollte ich doch nur in Ruhe frühstücken. Und was ist das? Ein Spiegelei? Ich wollte doch Dino-Schnitzel. Ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Also Ron, wenn man dein bisheriges Leben betrachtet, scheint noch nie dein Tag gewesen zu sein. Der war fies. Ich denke, ich sollte meine Ausbildung hier einfach abbrechen. Was? Damit du dann bei McDonald's arbeiten kannst? Na, wenn du denkst. Ron, trink lieber erstmal einen Snickers. Du wirst schon wieder zur Diva. Ich will aber keinen Snickers. Ich möchte einen Dino-Schnitzel. Was ist ein Dino-Schnitzel? Alter, die behinderte Tussi weiß nicht, was Dino-Schnitzel sind. Also, das ist wirklich ziemlich behindert. Nanni! Ach, mal ein anderes Thema, Ron. Ich hab dir einen Shot Wodka in deinen Saft getan, damit wir beim Quidditch gewinnen. Was? Ron? Ja? Trink das bloß nicht. Alkohol ist in der Schule verboten. Harry, was sollte das denn jetzt? Ich wollte ihn erst selber trinken. Aber dann dachte ich, Ron hat weniger Talent. Das stimmt, das war echt eine gute Idee, Harry. Ja, schlag ein. Jetzt gehen wir und ziehen Gryffindor ab. Ach nein, wir sind ja Gryffindor. Und ich krieg wie immer nichts ab, dumme Wichser. Oh, wie schön sie singt.